Oberhof, der Wintersportort, hat sich einen neuen Stadtplatz geleistet. Einen mit schicken Streifen im Pflaster. Damit wollte der zuständige Architekt die neuen Sichtachsen des Platzes hervorheben. Doch zurzeit sorgen auf dem Stadtplatz aber ganz andere Achsen für Ärger, und zwar die von parkenden Autos. Die Fahrer nämlich, die interpretieren die Streifenpflaster als Markierungsstreifen und parken den neuen Platz fleißig zu. Schön ist er geworden, der neue Stadtplatz in Oberhof. Weitläufig und modern. Gut 3 Millionen Euro hat er gekostet. Oberhofs Bürgermeister Thomas Schulz ist stolz. Die farbigen Streifen im Pflaster sind übrigens Kunst. Mit diesen Streifen hat der Planer die Sichtachsen, die sich jetzt ergeben, andeuten wollen, praktisch den freien Blick. Und das ist das Schöne und ist ihm auch gelungen. Frei und Blick ist beides gegeben. Besonders erfreut über den neuen Stadtplatz aber sind die Autofahrer. Sie nutzen ihn als kostenlosen Parkplatz. Denn sie deuten die Streifen im Pflaster aus ganz eigener Sicht. Typische Parkplatzmarkierung, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so. Das ist, wie man sieht, sehr einladend fürs Parken. Und es steht kein Parkverbotsschild extra dazu dran. Aber es sind ja hier Parkplätze angestellt. Also ich nehme an, dass man hier parken kann. Das sind Striche und natürlich haben wir uns hingestellt. Und es steht nirgends hier Parken verboten, also nicht sichtbar. Falsch, denn diese Schilder zeigen, der Stadtplatz ist Spielstraße. Und Parken ist laut Straßenverkehrsordnung nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt. Offiziell aber gibt es hier keine. Über 400 Knöllchen hat das Ordnungsamt deshalb schon verteilt. Die Schuld an der ganzen Verwirrung sieht die Stadt übrigens beim Architekten. Ich sehe die Lösung nicht darin, die Gäste hier abzustrafen, abschleppen zu lassen und pausenlos Knöllchen zu verteilen. Ich erwarte ganz einfach von Fachleuten, egal ob das Fliesenleger, Elektriker, Schornsteinfeger oder halt ein Planungsbüro ist, dass sie im Vorfeld auch an das Ende denken. Den Stadtplatz mit farbigen Streifen hat Michael Rommel erdacht. Eine Fehlplanung sei sein Konzept nicht. Es würde halt nur falsch verstanden. Das ist wie mit allen Veränderungen. Wenn sich was Neues zeigt, muss man sich erst mal dran gewöhnen. Ich denke schon, dass man sich da vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr über diese Frage so massiv unterhält wie vielleicht jetzt zur Zeit. Langfristig könnten Poller oder Blumenkästen das Parken auf dem Stadtplatz verhindern. Kurzfristig setzt man im Wintersportort auf himmlische Hilfe. Ja, wenn es schneien würde, dann ist der Bauhof entsprechend angewiesen, hier eine Schneewand stehen zu lassen, die dem STVO-unkundigen Autofahrer auch mechanisch zeigt, halt, hier darfst du nicht, hier kannst du nämlich nicht parken. Ohne Schnee aber bleibt der Stadtplatz in Oberhof weiter ein kunstvoll gestalteter Parkplatz. Also in diesen Tagen definitiv ein Kunstwerk.